اوطنان عزیز و بینندگان بسیار محترم از شهر برلین آلمان به شما سلام تقدیم میکنم. در 25 مارچ 2013 میلادی جشن نوروز با اشتراک بیش از 10 کشور اسلامی به خصوص حوزه تمدنی آسیای میانه و همچنین کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان و ترکیه در برلین برگزار شده بود که پس از ختم این جشن نمایش لباس هایی که از طرف خانم لیلا نور یکی از زنان فعال افغانستان در اروپا که تانسته با حمایت شمار زیادی از آلمانی ها مکاتب دخترانه یا چند مکتب دخترانه و خصوصا برای سواد آموزی برای زنان تهیه کنه در این نمایشگاه شرکت کرده بود و لباس هایی که خانم نور در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشت شده بود طوری که او می گفت خامکدوزی، گلدوزی و ظرافتکاری های از این لباس ها در افغانستان توسط بانوان افغانستان تهیه شده و البته پارچه هایی که در این لباس ها مصرف شده پارچه های بسیار عالی و با ظرافت خاص و پارچه های با کیفیت بالایی می باشه که از ابریشم، پشم و پارچه های کشمیر است. البته من می خواستم که این نمایشگاه لباس را که از طرف خانم نور در اینجی معرفی شده و بدون شک میتونه برای شماری از زنان افغانستان هم تولید کار و اشتغال بشه خدمت شما تقدیم بکنم. این نمایش مد لباس علاقمندان زیاد را به خود جلب کرده بود و سفارشات زیاد و خریداران زیادی را هم برای دیدن این لباس ها و برای خرید این لباس ها متوجه ساخته بود. به گفته خانم لیلا نور خانم هایی که این لباس ها را پوشیدن و در نمایشگاه نشان میدن همه غیر افغانی هستند. من خواستم برای که معرفی بخش از فعالیت زنان افغانستان در خارج از کشور که به عنوان میخواین که فرهنگ افغانستان و هنر افغانستان که خصوصا گلدوزی، خامکدوزی و ظرافتکاری های زنان افغانستان میباشه در این نمایشگاه به نمایش داده شده است خدمت شما تقدیم بکنم. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار بگیره. تشکر. Vor 30 Jahren das Land verlassen hat und seitdem nichts anderes getan hat, als die Tradition ihres Landes in einen modernen Kontext in ihrer Mode zu bringen. Mittlerweile sind die jungen Leute in Afghanistan vollkommen begeistert. Sie gucken natürlich mit einem kleinen Auge auf den Westen, wie wir aber auch neugierig auf diese wunderschönen Farben schauen. Und man sieht in Kabul modern angezogene junge Leute. Die Frauen unter den langen Gewändern haben dann auch schon mal höhere Schuhe oder eine Jeans an. Und die jungen Männer gehen wahnsinnig gern zum Friseur. Also das Modebewusstsein ist extrem. Leichte Seidenstoffe. Eingebunden sind traditionelle Elemente in ein ganz edles, modernes Bewusstsein. Die Nomadenstoffe sind eigentlich das, was Afghanistan am meisten aufzeichnet. Was Sie vielleicht kennen, sind diese bunten Afghanis, diese wunderschönen, bunten, langen Kleider, die mit Perlen und mit Seidenstickerei versehen sind, oft auch mit kleinen Spiegeln oder Silberschmuck. Über und über. Und Leila Noor trennt einen Teil dieser Nomadenstoffe heraus und setzt sie eben in neuen Elementen zusammen. Thank you.
sehr schön. Das ist ein ganz typisches Muster, das man sehr, sehr oft sieht in diesen großen, schalartigen, fast deckenartigen Gewändern, die im Winter sehr gern getragen werden. Dieses totschicke Teil erinnert mich daran, Ihnen zu erzählen, dass mittlerweile das afghanische Fernsehen dafür gesorgt hat, dass auch die Moderatoren und das Orchester sehr gut aussehen. Denn Laila Noor hat alle Moderatoren und das gesamte Orchester ausgestattet. Und diese teiltraditionellen Gewänder wurden in Afghanistan hergestellt. Dass sich anlässlich unserer Nauruz-Fest in dem schönen Räumen Ethnologische Museum eine Modenschau zugunsten unserer Projekt in Afghanistan durchführen darf. Ich möchte mich im Namen der Independent Afghan Women Association ganz herzlich bei Ethnologischem Museum, dem Freundeskreis Bremer Landesvertretung und besonders bei Frau Exner bedanken. Bildung ist der Schlüssel zum Leben. Wie Sie wissen, waren Mädchen und Frauen während der Taliban-Regime der Schulbesuch und eine Berufsausbildung verboten. Deshalb ist es unser Anliegen, den Mädchen und Frauen einen Besuch von Schulen und Universitäten zu ermöglichen. Wir wollen ihre Chancen auf Bildung und damit auf eine solide Existenz verbessern. Der Nachholbedarf und das Interesse an Alphabetisierungskursen sind außerordentlich groß. Das Engagement unserer Verein wird von deutschen und internationalen Mitgliedern unterstützt. Unabhängig von religiösen und politischen Überzeugungen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Unser Verein konzentriert sich im Wesentlichen auf die folgenden Aufgabebereiche in Afghanistan: Förderung von Erziehung und Bildung für Mädchen, Frauen und auch Jungen, Auf- und Ausbau von Schulen mit uneingeschränktem Zugang für Mädchen, Alphabetisierungskurse für Frauen, finanzielle Unterstützung in extremen Fällen für alleinstehende Mütter in Europa, Information über die aktuelle Situation in Afghanistan, Vermittlung afghanischer Kultur in Deutschland. Heute Abend ist für mich und unser Verein ein ganz besonderer Abend. Ein Abend voller Freude und Dankbarkeit, voller Mut und Hoffnung für die Zukunft afghanischer Kinder. Unsere Kinder und die Frauen haben in 30-jährigen Krieg
in meinem Land am meisten gelitten. Kinder sind das Kapital und die Zukunft jedes Landes. Wenn die Kinder eine Chance auf Bildung haben, dann haben sie eine Chance zu überleben. Wenn wir die Frauen und Müttern einen Zugang zur Bildung ermöglichen, investieren wir in die Zukunft unseres Landes. Als wir, unser Verein, vor 10 Jahren auf Initiative eine Gruppe von in Deutschland lebenden Exilafghanen gegründet haben, war ich einerseits sehr glücklich, dass wir den Schritt gewagt haben. Andererseits hatte ich sehr viel Angst gehabt, ob es denn wirklich gelingen würde, unsere Pläne zu verwirklichen. Heute Abend kann ich Ihnen mit einem großen Glücksgefühl von unseren 3 Schulen für 11.000 Kinder berichten. Mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren und Freunde des Vereins haben wir etwas sehr Wichtiges für die Zukunft Afghanistan auf den Weg gebracht. Die erste Schule, wie Sie sehen, ist ein Kaloy-Morod-Weg. Das war die Grundsteinlegung. Und dann 7 Monate später ist die Schule eröffnet worden.